Wird eine Spule von elektrischem Strom durchflossen, so erzeugt sie ein Magnetfeld, das im Inneren der Spule homogen und besonders stark ist. Die Magnetfeldlinien einer Spule verlaufen ähnlich wie die eines Stabmagneten. Die Pole von solch einem Elektromagnet können durch die technische Stromrichtung, also von Plus nach Minus, und einen Korkenzieher bestimmt werden. Man setzt das Gewinde vom Korkenzieher längs der Achse der Spule, dreht den Korkenzieher im Drehsinn der Windungen dieser Spule, hier in dem Beispiel, wenn man den Korkenzieher so dreht, so wird er sich von rechts nach links bewegen und diese Korkenzieherbewegung zeigt im Innern der Spule, dass der Südpol sich da und der Nordpol sich da befindet. Der Richtungssinn des Korkenziehers zeigt im Innern der Spule immer von Süden nach Norden. So werden diese zwei Pole von diesem Elektromagnet festgelegt. Um einen Elektromagneten zu verstärken, kann man einen Eisenkern in diese Spule einfügen. Die Magnetfeldstärke groß B im Innern der Spule wird durch diese Formel berechnet. Die Magnetfeldstärke groß B im Innern der Spule ist gleich zur Permeabilität des Materials, das sich in der Spule befindet, mal die Stromstärke I mal die Anzahl groß N der Windungen, die diese Spule bilden, geteilt durch diese Länge groß L von der Spule.